Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 4 und heute teste ich mal das Dodo Wasserflugzeug exklusiv für euch. Ein Wasserflugzeug, was man kaufen kann, und ich habe es schon bestellt und wir testen es. Ich glaube, ich habe schon mal getestet, aber das ist schon eine lange, lange Zeit her. Und das Dodo Wasserflugzeug ist ein sehr schönes Fahrzeug, weil es im Wasser schwimmen kann. Kostet 500.000 Dollar und das testen wir heute exklusiv auf meinem Kanal. Also kommt mal mit. So, Dodo Wasserflugzeug habe ich mir damals gekauft, als ich Money bekommen habe. Als ich, ich weiß es nicht mehr, irgendwie hat Rockstar Games Geld verschenkt. Ich weiß nicht mehr warum, weil ich glaube ich zur PS4 gewechselt bin oder irgendwas war da. Oder dass der Rockstar-Server war irgendwie nicht zu erreichen. Da gab es auf jeden Fall für jeden Spieler eine Geldprämie. Und jetzt teste ich mal das Fahrzeug. Und wir schauen einfach mal, ob wir es finden. Wo habe ich es denn? Ist es weg? Wie funktioniert das? Egal. Holen wir uns ein neues. Ich hatte es auf jeden Fall gerade vor 2 Minuten bestellt. Pegasus Lifestyle Management, how can I help you? Dodo? Your beautiful new aircraft is waiting at our so, mein neues Aircraft happy, ist am Start. Da würde ich mal sagen, verlassen wir die Kabine und machen einen kleinen Fallschirmsprung. Oh. Stabilisieren. Öffnen. Und landen. Wunderbar. Hier haben wir das Dodo Wasserflugzeug. Es hat einen Propeller. Besitzt diese Kufen, die eben ermöglichen, im Wasser zu landen. Das Problem ist an diesem Ding, das Ding ist total langsam. Das seht ihr auch gleich an der Tachoanzeige in Meilen pro Stunde. Passt auf. Ich meine, selbst ein Traktor ist schneller in GTA. So, rechts hier, da wo grün, gelb und rot ist, das ist Meilen pro Stunde. Und wir haben jetzt hier circa 40 Meilen pro Stunde. Das ist noch nicht viel. Ihr seht, das Ding ist richtig langsam. Ihr könnt im Flug das Fahrwerk einfahren. Ist auch eine tolle Sache. Solltet ihr auf jeden Fall tun, weil ihr natürlich dadurch schneller seid und das Flugzeug weniger, weniger wackelt. Und landen ist eigentlich kein Problem. Wir können jetzt mal im Wasser schnell landen. Das zeige ich euch mal. Achtung, passt mal auf. Das ist jetzt eine schöne Wasserlandung. Schön gekonnt. Toll. Ja. Das Dodo-Wasserflugzeug ist ein Boot, kann man sagen. Zumindest wenn man drin ist, sieht es aus, als ob man in einem geschlossenen Jetski ist. Ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Jeder, der Geld übrig hat, sollte das Dodo-Wasserflugzeug kaufen. Das ist auf jeden Fall besser investiertes Geld als in irgendeinen Schrott. Ah! Fuck, ist das knapp! Nein! Oh, bitte! Oh. Alarmstufe rot! Absturz! Ihr seht, wie langsam das Flugzeug ist. Echt erbärmlich, das Ding. Hoch! Zieh hoch! Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch! Ach, wir haben es geschafft. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, es sei denn, das Ding explodiert gleich. Aber das ist ja nicht passiert. Dodo Wasserflug... Oh, bitte! Dodo Wasserflugzeug, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Holt's euch, 500.000 Dollar. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nicht wahr? Moin moin erstmal. Oh, ein paar Kills müssen sein. Und ich sag auf jeden Fall ciao. Ich hoffe, dieser Test hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao.